Servus Leute, hier ist mal wieder ein erneutes Video vom Tactical Force Clan. Ich bin der Albi und neben mir sitzt der Nico und wir spielen jetzt eine Runde FIFA. Servus. Ein erneutes Top-Spiel, das ist so eine Serie, wie die gestartet haben und wie der Nico schon im letzten FIFA-Gameplay gesagt hat. Ich spiele ab und zu mal bei Live-Commentaries, Gameplays mit. Und ja, diese Woche ist das Top-Spiel VfB gegen Leverkusen. Und der Nico ist Leverkusen, ich bin VfB und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Müssen wir erstmal die Mannschaft studieren, was die so haben. Ja, ich spiel weiß, Mann. Was ob du Ausstellung machst, ey. Natürlich, ich hab keine Ahnung, was die so haben. Ja, ja. Mit drei Stürmer. Ich brauch Traoré. Halt Ibrahimo. Alter, ich hab so das Alter. Aber rennen sie nicht nur alle Bayern-Spieler, stell ich mir nee, lass der Rüdiger ist im Start, ey. Sydney Sam, scheiß schnell, das weiß ich. Ich bin, wenn ich wieder nicht mehr ich weiß, ich bin Kack spielen, das ist ja nicht mal eine richtige Aufstellung. Ja, ja, und auf jeden Fall bin ich ja gerade beim Nico und ich habe probiert, vorher ein bisschen ein paar Black Ops Gameplays aufzunehmen, zu erstellen. Okay, bei mir ist es ganz anders. Ja, weil dein Bildschirm ist mir viel zu groß. Also, ich habe halt so ein 24 Zoll Dildo für Bildschirm und also so PC und Fernseher und PS3 Multi-Kackteil da. Ach, du bist. Und dann, da bin ich viel mehr dran gewöhnt und dann kam ich jetzt hier zum Nico und zock da und krieg einfach nur aufs Maul, ey. Das hat mich richtig angepisst. Ja, aber das ist ja bei mir anders. Das ja. Sieht doch voll nach, gell? Nein, das ist ja mein eigener Controller gewesen. Jetzt machen wir Start, ich möchte eliminieren. Und ja, wie gesagt, da es ja live ist, labern wir irgendwelche Kacke hier rein, aber uns wird schon was Gutes einfallen. Ja, Nico sagt ja immer, dass er besser ist wie ich, das kann jetzt mal nur Beweis stellen. Ja, komm, Leverkusen gegen Stuttgart, was ein Beweis, Alter. Ja, du sagst dann eh wieder, ja, wenn ich Ultimate Team komme, hast. Okay. 1-0 zählt nicht. Also, so spielt Leverkusen. Ich muss erstmal klarkommen auf den großen Fernseher, Alter. 10.000 Zoll, viel zu groß für mich. Ja, geile Abwehrstellung von Stuttgart. Ja. Stark. Der Ibrahimo macht. Ibrahimo. Der Ibrahimo macht am Ende eh Eskalation nicht schlecht. Ey. Offensiv stellen. Ich will dich ein bisschen abklatschen. Mhm. Alter, was Dings Schmelze für einen Scheiß macht, Alter, Mittwoch, ey. So eine Flasche. Ah ja, Schmelze, stark, ey. Richtig stark. Hat er gerade noch besser Wetter, oder wie haben wir's? Ibisevic! Ja! Hure, was, Bernd Lino, Alter, was ist das, Mann? Da macht er einen Putzelbaum für die Galerie, ganz... Gruß an dich, Dennis, der Putzelbaum war für dich, gell, wenn du es wieder siehst. Und ja... Ich weiß nicht, ob... Ich habe den Kanal bisher noch nicht, noch kein FIFA-Gameplay gesehen von Dennis und mir, wahrscheinlich wird es auch noch kommen. Ein Illuminati-Gameplay von den Chabos in FIFA, weißt du? Und ja. Weg! Weg! Wie wir das aufteilen oder wie die das aufteilen, keine Ahnung. In den Live-Commentaries in FIFA, denke ich mal, werden die auf mich zukommen, wenn die was von mir wollen, wenn ich da mitzocken soll. Und ja. Je nachdem. Wie es mir Spaß macht, mache ich häufiger mit oder nicht? Kein V, nein, warum auch? Lass mal's. Nico ist schon jedem Spiel am Upgrade, ne? Außer am 100 Abo Special. Das fand ich übrigens eine gute Idee. Da war ich voll ruhig, ne? Ja, da war ich auch ruhig, weil die scheiß Fragen beantworten musste ich, ne? Komm, ja, Mann. Der Holzhose, der hat einen Schuss, aber. PAM! Abfälscht. Der war nicht abgefälscht. Echt nicht? 100 Jahren her. Geile Scheiße. Und das Problem ist, das hat der Nico auch schon angesprochen im hier in dem FIFA Gameplay, wo hochgeladen schon ist. Geil, hast du Talk gehabt? Im Tauschspiel Dortmund gegen Bayern, da hat er das gesagt mit den mit dem Black Ops 2, die Aufnahmen, das war bei mir auch so. Ich ganz stolz irgendein 80 oder 85 zu irgendwas Gameplay. Würde ich denen zu so geben auf ihren Kanal. Dann hier gleich nach zwei, drei Runden später gleich Kinomodus reingegangen, weil das Spiel mir gleich hochladen, damit es der Nico auf der HDPV aufnehmen kann. Was ist? Black Ops streicht mir das Spiel einfach raus, keine Ahnung was geht. Denk so, okay, ein Bug kann passieren, das ist bestimmt nicht das einzige Gameplay, wo das so reicht. Und dann. Oh mein Gott, wer war das, Alter? Und dann hab ich mal gedacht, machst du mal so mit, wenn ihr direkt nach dem Spiel, nach einer Runde rauskommt und eure hier Punkte kriegt, Titel, was weiß ich, was ihr vielleicht schon habt, da ist dann immer
Steht unten rechts, Film zu Favoriten hinzufügen. Habe ich gedacht, komm, drehe ich das mal. Da wird es zu 100% nicht gehen. Drück das, gehe die Runde später, gehe wieder rein. Denk so, ja, wisch, jetzt tue ich mal online speichern. Find's wieder nicht. Also ich weiß nicht, was der Black Ops macht, aber ja, da ist die Capture Card, also ziemlich vorteilhaft. Ja, ja, aber das Problem halt ist auch ja, dass du, also du hast ja auch ein oder zwei Spiele, die wir noch online spielen, die auch gut waren, aber gerade wie ich ja letztes Mal gesagt habe, da wurden ja in seinem Update welche gelöscht, gell? Also da, das sind ja welche komplett aus dem Online-Spiel gelöscht worden. Das habe ich gar nicht verfolgt. Ja, die haben doch den Patch gefixt, dass du so eine eigene Lobby machen kannst und dich ein bisschen boosten, das haben die ja gefixt. Und dann haben sie dafür halt den kompletten Online-Speicher gelöscht und da waren halt auch die Videos drin geschaltet. Tja. Das war echt dumm, gerade von mir. Da ich mich ab. Nee. Attacke mit Grätsche. Vorsicht! Und ja, jetzt bin ich gerade immer daheim, bin ich ganz gut. Spiel ab und zu, oder spiel eigentlich immer Orbi. Spiel doch nach vorne, du Spast, Alter! Wenn ihr mich mal hören könntet. Spiel ich immer Orbi, Hundeschwarm und das, Orbi, Hundeschwarm. Klappt eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, ich kann mich kaum richtig über die Gameplay so freuen, weil wenn ich dann so denke, ja Mann, das kommt jetzt so auf YouTube beim Nico und Dennis auf seinen Channel und dann will ich das denen so in den Online-Speicher rein rippen und dann kann er das dann nicht hochladen. Dann freue ich mich natürlich immer sehr, bedanke mich bei Black Ops, dass die immer wieder so ein fehlerloses Spiel produziert haben. Du sagst, ich spiele sich auf Pasty, Spasti. Die ganze Zeit irgendwie nur links mit Traoré und flankt dann. Alter. Ey, mach einfach so spielt man Fußball, Alter. Ich weiß ja nicht. Du bist ja genauso schnell, wie machst du außen? Du lässt dich doch nicht. Ich bin Verteidiger, du Lumpen, Alter. Das ist mir egal. Ich bin auch Verteidiger. Dein Vater ist zentrales Mittelfeld, wenn langsam. Nee, ich bin Verteidiger. Ich bin der Fastien. Ja, Ben! Oh, Alter, Ibise. Du, Alter, du Spasti. Ibise, du bist der Chabo. Nicht da, doch. Ach, keine Ahnung. Wenn man, was mich sehr gefreut hat hier. Mittwochabend, ich als Stuttgart-Fan hier das Spiel verfolgt. Langsam, ey. Auf jeden Fall, das 1-0 habe ich gar nicht gesehen, aber dann 2-0 der Kondor, boah, den fand ich richtig Zucker, wie der Traoré und Holzhose da eskaliert sind. Und dann Ibisevic in der Mitte mit dem Abschluss. Und so wie Harnik jetzt, Alter, hättest du nicht Leno, Mann? Huiuiui, dann wird trinkst. Ich wollte beim ersten Toilette reinschüssen, diese. Wenig. Ja, mein Gott, ey. Da hab ich alles gerade abgeschlachtet, ey. Ah ja, und wir versuchen jetzt ab sofort jede Woche oder so halt so ein Top-Spiel zu machen. Wir suchen. Einfach dann vielleicht ey, auch. Ey, das ist doch ein Witz, Mann! Vielleicht, jetzt muss es ja nicht so sein, dass ich hier beim Nikos bin oder. Wenn das Dennis mit Dennis macht oder vielleicht auch mal ich unter Dennis. Dass wir. Oh, das geht ja gar nicht, kann keine Hoffnung von uns. Ja, hoffe. Oder bei mir einfach. Ja, nein, ich meine, dann könnten wir das auch vielleicht mal online machen. Das wird irgendwie auch mal das ein oder andere mal stattfinden. Ja, und auf jeden Fall müssen wir halt mal schauen, wenn einer von euch irgendwie, oder hast du ein Aufnahmeprogramm irgendwie für Skype? Das checke ich immer nicht. Ja, ich mache das mit Fraps. Geh ins Spiel rein, wir tun nachher Ton rausschneiden. Ja, dann muss ich den Pegel nehmen. Ja, doch, es kann gehen, aber wenn einer von euch irgendwie ein Aufnahmeprogramm für Skype weiß, die Tonaufnahme, dann soll es doch bitte in die Kommentare schreiben. Ja, aber was mir auch wichtig wäre, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, wäre, wenn ihr für die nächste Woche jeweils Top-Spiel wüsstet, also was da für gute Spiele auf uns zukommen. Nicht nur Bundesliga, ihr könnt bestimmt auch ja, genau, Premier League. Wir haben ja auch DFB-Pokal aufgenommen, also jetzt hier gerade Bayern gegen Dortmund haben wir aufgenommen. Und ihr könnt auch solche. Ich will, lass mich mal mit Dennis Topspiel Champions League Rückrunde Barca gegen Mailand. Das Spiel Dennis und ich als Topspiel. Nein. Bayern gegen Arsenal ist eigentlich schon entschieden. Ich sehe das Bayern bei der Schein. Ja, ich würde Mailand gegen Arsenal. Mailand gegen Barca. Nicht weil. Okay, Mailand hat 2-0 gewonnen, aber das ist einfach Topspiel, Alter. Kennst du dich dran vorbei? Ja, nee, oha, was haben die eigentlich mit mir getroffen? Ja, das trifft eh nicht. Fuck, zu stark. Viel zu stark. Ich hab nur auf die Fehl geachtet, scheiße. Ey, bei meinen Franzosen habe ich David Beckham. Ich sagte, ich hau jeden Ball rein. Ja. Ohne Spaß. Mhm. Dun. Ja, abseits habt ihr auch gesehen. Ja, du Wichser, Mann!
Was war faul, ey? Nur weil Taski Deutsch-Türke ist, ja, ganz genau, das habe ich gesehen. Meine Güte. Torwart-Eggemann, den muss Ulreich haben. Ich weiß. Wäre nett dran, guck mal jetzt. Das ist schon mit den Eckband. Der trifft schön, ne? Ruben Castro, dreh ihn rein. Ah, du, guck mal, der hat so schnell, so kurze Reaktionszeit, ey, da denke ich mir so, was... Denkst du, was ist eigentlich Ulreich, voll overpowered. Nee, da denke ich mir so, was du dir aufregst. Guck mal, Ulreich hat den. Du Spaß, Alter, ohne Witz, Mann, was ist denn das? Hey, mit Leverkusen kann ich echt nicht spielen, Mann. Das ist eine Zumutung. Mhm. Ah ja, wir haben die Auslosung der Teams sozusagen mit der Seite Random Org gemacht, dass wir auslosen werden, welches Team wir haben. Kann mal zufällig, ich wäre scheiße gewesen. Ich hätte doch mit Leverkusen gewonnen, aber das hat mich natürlich nicht so gefreut. Der kriegt er noch! Ah, der war noch drin, habe ich gesehen. Und Schiedsrichter gespannt, hat gefehlt auf ganzer Ebene. Guck mal, ich gewinne kein Kopfballduell. Ich habe zwei Kopfballtore gekriegt und jeden Ball verlieren sie da im Mittelfeld. Das war zu ungenau. Scheiße. Ja, das ist Pässe im Nachstand. Den wollte ich gar nicht passen, das Problem. Ja, Ibise wird schon mal skate. Guck mal, was ist denn das? Das Holzhäuser. Die wollte ich einfach nur verarschen hier gerade. Ei, du mit deinem Leno, du siehst dich da dich. Drache, Kopfball, alles klar. Und schon wieder eine Grätsche. Das wird so nix. Das sind viel zu langsam. Ja! Ja! So sieht ein Pass aus. Und mit dem Kopf. Ja! Dieses etwas, Alter. Reine Art, Alter. Das ist eine interessante Situation jetzt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Mhm. Die sich wunderschön vor. Ja. Ja. 71. Minute, da kommt er nochmal ran. Ich bin gespannt, wie es. Wie es noch verläuft. Ja, werf zu meinem Mitspieler, gell? Das ist immer besonders vorteilhaft. Oh Mann, ey. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Weißt du, wenn ich halt lache, wenn die Spiele, wo wir hier mal machen, dann auch genauso ausgehen. Ja, gehen uns mal kurz zu. Nein, nicht mehr Rollfest. Ja, hab's auch gehört. 15 Minuten bleiben wir noch, hä? Ja, Mann, das sollte ich. Ja. Unentschieden wirklich. Mindestens. Ich muss drin sein. Zucker. Zucker. Ja, Mann. Nein. Das war da. Ja. Ei, auf dem Trick ist da hinten oder was anderes. Dann war es vielleicht da der Rüdiger. Ja, was macht der da vorne? Das glaub ich selber nicht. Das hab ich doch gesagt, Traube. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Das ist gefährlich an der Stelle. Geh doch entgegen! Alter! Auf den ich verlassen habe. Ja, vorher schon rumgehört beim Tor. Ja, okay, wir können aber scheiße jetzt. Alter! Der hält einfach alles. Gut, der kann stark klären, also. Stark. Was rennt er da noch hin? Castro. Wo passt denn der hin, Alter? Wird das ein Last-Minute-Goal? Ich bin mal gespannt. Oh je, das wird klar. Ibisevic, Zucker! Zu Arnig! Arnig! Traore! Entscheidung! Ja. Alter! Komm jetzt schnell, Konter! Ei, Mann! Ja. Nein! Mann, hau da rein! Da hauen wir noch einen, das Unentschieden. Stark. Obwohl eigentlich als Bayern-Fan soll ich für Stuttgart sein, aber dort sind den alle schön per Bam, Alter. Bei Unentschieden, bleibt's Unentschieden, oder? Bleibt's Unentschieden, Bundesliga. Ja, dann ist Unentschieden, ne? Ja, aber es wäre stark für Bayern. Niederlage wäre besser, aber... Stark. Simon Rolfes. Ganz sicher hat er das gemacht. Jetzt können sie ihren Konter starten. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Wo rennt der hin? Alter Rolf, das will ich euch verarschen, ne?
Klasse erreicht. 10 Pace oder so. Jetzt schnell spielen. Jetzt steil spielen. Jetzt ein Konter. Nein! Hey, Traoré! Wo stehst du hin, Alter? Wegkommen, Alter. 90 Minuten, ja, Mann. Traoré, bist du eigentlich total besoffen? Oh oh. Oh oh. Ja! Nein! Ja! Ich hab noch auf Offensiv! Ja! Oh, es hat eine ziemlich lange 90 Stimmen, oder? Ja, ohne Witz! So. So, und ja, das war's jetzt vom Topspiel 4:3. Gewinnt der VfB Stuttgart, ja, mit einem souveränen Führer, will ich jetzt nicht sagen, ja, mit einem souveränen Spieler hier. Dreimal Ibisevic, oha, der hat aber zugeschlagen. Ja, Top-Spiele. Ja, auf jeden Fall, Mann, der. Ja, ist rasiert, wirklich so. Der rasiert auf Basis, weißt ja. 9,8 Note, oha. Guck mal, hier, meine starken Spieler, 9,3. Ja, also, wir bedanken uns fürs Zuhören und ja, schreibt es in die Kommentare, was wir gesagt haben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.